Pferde müssen nicht blitzsauber sein. Trotzdem ist es aus verschiedenen Gründen wichtig zu putzen. Und putzen ist mehr als nur sauber machen. Es ist wie das gegenseitige Fellkraulen in der Herde. Es ist Beziehungspflege. Manche Pferde sind empfindlicher und mögen lieber sanftes Putzen. Manche Pferde wollen fest gebürstet werden. Das ist individuell und es ist der Job des Menschen, genau das herauszufinden. Du kannst dein Pferd auch mit kleinen Massagemomenten beim Putzen glücklich machen, zum Beispiel am Pferdepopo. Einfach mit leichtem Druck über die Hinterhand Richtung Bein massieren. Die meisten Pferde lieben das. Das lässt sich ganz gut am Gesichtsausdruck des Pferdes ablesen. Außerdem tut die Massage den Muskeln gut und regt den Hautstoffwechsel an. Am Schluss einmal abstreichen, um die Massageeinheit wieder zu beenden. Das Pferdefell ist ja ein richtiges kleines Wunderding. Es gibt zum Beispiel eine schützende Fett- und Talgschicht zwischen Haut und Haaren. Das macht das Pferd zumindest ansatzweise wasserdicht. Deswegen ist zu viel Putzen auch nicht gut, damit die Schutzschicht der Haut nicht weggebürstet wird. Richtig gründlich putzen ist nur da angesagt, wo Sattel, Decke oder Zaumzeug landen, damit nichts reibt. Kommen wir zur Ausstattung. Die wichtigsten Basics für den perfekten Putzbeutel lassen sich schnell zusammenfassen. Eigentlich ist es nämlich gar nicht so viel. Meine Lieblingsbürsten und im Dauereinsatz Magic Brush, weil sie sauber machen und gleichzeitig massieren. Die Borsten haben einen Akupunktureffekt und sie sind eigentlich für alles gut. Für das ganze Pferd oder für die Schabracke oder das Reitpferd, sogar für die Klamotten. Die Wurzelbürste für die Pferdebeine, um den groben Dreck wegzubürsten. Oder einfach eine Magic Brush nehmen. Die Borsten sind so gemacht, dass sie auch an den empfindlicheren Pferdebeinen genutzt werden kann. Die Kardätsche. Wenn das Pferd nicht mehr aussieht wie ein Erdferkel, kommt ihr Einsatz für das Feintuning. Am Schluss nochmal über die Sattel- und Gurtlage damit fahren, um auch die letzten Staubkrümelchen mitzunehmen. Der Striegel. Nur da einsetzen, wo Muskeln sind, nicht an den knochigen Stellen, denn das ist unangenehm für dein Pferd. Es ist sinnvoll, eine andere Bürste für den Kopf zu nutzen, einfach damit du nicht am Pferdehintern mit der gleichen Bürste unterwegs bist wie am Maul oder an den Augen. Zum Beispiel die dritte der Magic Brush Bürsten nehmen und die aber dann nur für den Kopf oder mit einer Schmusebürste mit extra weichen Borsten für sensible Pferde. Der Hufkratzer. Im Idealfall hat er Borsten, um die Hufe nach dem Auskratzen noch fein ausbürsten zu können. Erster Schritt beim Putzen, am Hals anfangen und langsam Richtung Schulter bürsten. Je nachdem, wie empfindlich dein Pferd ist, mit der Wuchsrichtung des Fells bürsten oder mit kreisenden Bewegungen, das macht schneller sauber und massiert gleichzeitig. Außerdem super beim Fellwechsel im Januar, Februar, März oder dann im Herbst. Die kreisenden Bewegungen nehmen besonders viele Haare mit. Zweiter Schritt über den Rücken zur Hinterhand vorarbeiten. Und die Gurtlage und den Bauch nicht vergessen, weil da ja später der Sattelgurt sitzt, damit nichts reibt. Und im Idealfall sagt dein Pferd zwischendurch auch mal, was es gerne hätte und zeigt juckende Stellen an. Also einfach mal auf freundliche Pferdebitten reagieren und genau da weiterkratzen für das Happy Face. Die Magic Brush kannst du übrigens beim Fellwechsel auch umdrehen und mit der Rückseite die losen Haare entfernen und danach nochmal mit den Borsten alle Haare aufnehmen und wegbürsten. Bevor es weitergeht mit Schritt 3, einfach die Bürste mit der Hand ausklopfen und die Haare so entfernen. Seitlich funktioniert am besten, weil es dann alle Haare schön aus der Bürste rausklopft. Du kannst sie aber auch mit nach Hause nehmen und in die Waschmaschine stecken. Alle paar Wochen funktioniert auch gut bei 40 Grad. Jetzt kommen die Beine und die Fessel. Auch das geht mit den Bürsten sehr gut, weil die Borsten nachgiebig sind. Du kannst also auch richtig dicke Dreckflecken schön damit loswerden, ohne dass du dir Gedanken um die empfindlichen Pferdebeine machen musst. Dann kannst du beim Putzen auch super abchecken, ob das Pferd kleinere Verletzungen hat, wärmere Stellen, die auf eine Entzündung hindeuten können oder irgendwelche Hautkrankheiten, die behandelt werden müssten. Der Sattel darf nicht reiben oder das Zaumzeug oder der Sattelgurt, tut es aber, wenn überall da Staub und Dreck liegen, wo später mal der Sattel zum Liegen kommt. Deswegen am Schluss immer nochmal mit der Hand checken, ob auf der Sattellage irgendwelche Dreckkrümelchen vergessen wurden. Nächster Schritt, ganz wichtig, die Hufe. Die sollten mehrfach wöchentlich gecheckt und ausgekratzt werden. Es könnte sicher ein Steinchen festsetzen oder Bakterien und Mauke im Pferdefell. Deswegen sorgfältig auskratzen, den Huf danach ausbürsten und bei der Gelegenheit kurz untersuchen. Dann sanft abstellen und dein Pferd dafür loben, dass es seinen Huf und damit sein Gleichgewicht in deine Hände gegeben hat. Das ist nämlich nicht selbstverständlich.
Letzter Schritt, die Mähnen- und Schweifenpflege. Dazu einfach ein Pflegespray für Mähne und Schweifen nehmen und den Mähnenkamm oder deine Mähnenbürste. Aber Achtung beim Pflegespray, bitte was Natürliches, ohne Parabene, Silikone oder Aromen nehmen. Die beschweren und verkleben die Haare nur auf Dauer und es hilft auch nicht wirklich weiter. Mein Lieblingsspray ist das Sensitive von Magic Brush mit verschiedenen Ölen und Aloe Vera. Das ist eine super Pflanze der Natur für gesunde Haut und weiche Haare. Schnapp dir also dein Mähnenspray, sprüh es auf die Mähne und bürste sie dann langsam und sorgfältig aus. Gut ist, wenn du dich langsam von oben nach unten durcharbeitest, weil du dann weniger Haare ausreißt. Also eher zupfen als bürsten und besonders filzige Stellen einfach mal mit den Fingern erstmal auseinanderzupfen, bevor du dann weiterkämmst. Kleiner Tipp, nicht alle Pferde mögen Sprühflaschen. Wenn deinem Pferd die Sprühflasche oder das Geräusch also suspekt ist, geht auch ein weicher Lappen. Also einfach dein Spray drauf sprühen und dann damit ran ans Pferd. Den Lappen über die Mähne und das Fell streichen und dann kannst du kämmen wie immer. Das funktioniert auch ganz gut, so lange bis dein Pferd die Sprühflasche akzeptiert. Letzter Punkt auf der Putz-To-Do-Liste, die Schweifpflege. Entweder verlesen, also die Haare einzeln auseinanderklauben, das kostet Zeit, ist aber super, oder zwischendurch einfach dein Pflegespray benutzen, um die Haare etwas leichter kämmbar zu machen und dann Stroh und Heu rausklauben. Zum Schluss sanft von unten nach oben ausbürsten, also mit den Spitzen anfangen, damit möglichst wenig Schweifhaare rausgerupft werden. Dein Pferd braucht den Schweif ja dringend als kleine Wärmequelle im Winter und als Fliegenklatsche im Sommer. Der wichtigste, der größte, der dickste Punkt auf deiner Putz-To-Do-Liste, den du nie vergessen solltest, der kommt dann am Ende. Die Kuschelrunde. Putzen ist mehr als bürsten und sauber machen. Es ist Kommunikation und Bindung und es ist Fellpflege. Deswegen nimm dir immer auch ein bisschen Zeit für das Pferd und seine Lieblingsstellen. Zum Beispiel Kinnkraulen oder eine kleine Ohrmassage. Egal, was dein Pferd besonders gerne mag oder an diesem Putztag besonders gut findet, probier es aus, beobachte den Gesichtsausdruck und gönn euch ein paar schöne Minuten zum Abschluss, bevor ihr dann den Putzplatz Richtung Gelände, Reitplatz oder Koppel wieder verlasst. Hallo. Hallo. Cool. Alles gut mit dem Lappen, ha? Huh? Ja.